Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit der Software XMind Mindmaps erstellen kannst, mit einem besonderen Schwerpunkt darauf, wie du sie zum Lernen verwenden kannst. In diesem Fall gibt es von XMind verschiedene Versionen. Ich bin jetzt hier auf der Website von XMind. Die kostenlose Version, die ich jetzt hier vorstelle, heißt XMind Classic. Die findest du am besten, indem du auf der Webseite ganz nach unten scrollst. Und dann gibt es hier bei Using XMind den Eintrag XMind Classic. Und wenn du hier draufklickst, kommst du dann zum entsprechenden Download-Link und kannst das dann hier herunterladen. Es gibt auch eine Bezahlversion von XMind Classic, die zusätzliche Funktionen hat. Und es gibt inzwischen auch eine Version mit einem Abo-Modell. Beide will ich jetzt hier nicht vorstellen, sondern die ich jetzt zeige, kann man kostenlos nutzen. Ich habe nun XMind gestartet und werde hier begrüßt mit diesem Bildschirm, wo ich eine neue leere Map erzeugen kann. Das mache ich jetzt mal. Und dann ist hier der erste Hauptknoten angelegt. Die Grundfunktion von XMind ist so, dass ich mit der Tab-Taste Unterknoten erstellen kann und mit der Enter-Taste Knoten auf derselben Ebene. Somit kann ich also mit der Tastatur ganz zügig Knoten erstellen und meine Gedanken hier sortieren. Wenn ein Knoten wie hier jetzt eingerahmt ist, bedeutet das, dass er aktiv ist. Dann kann ich einfach ein Wort schreiben, um ihn zu beschriften. Fangen wir mal hier mit dem Hauptknoten an. Ich muss also jetzt nicht doppelklicken, ich kann einfach losschreiben. Hier soll es jetzt um Insekten gehen. Ich kann auch mit den Pfeiltasten zwischen vorhandenen Knoten wechseln, sodass ich also rein mit der Tastatur sehr schnell navigieren kann. Ich fülle jetzt hier mal diese Mindmap über Insekten mit ein paar grundlegenden Knoten, sodass wir damit weiterarbeiten können. Wenn das Ganze hier jetzt etwas klein ist, kann ich das hier unten mit den Plus- und Minustasten vergrößern. Wenn ich einen Knoten anklicke, ist er aktiviert. Wenn ich ihn doppelklicke, kann ich den Text bearbeiten. Ich kann einen Knoten auch hier vom Hauptknoten lösen, indem ich ihn einmal anklicke und dann nochmal anklicke und wegziehe. Und jetzt sieht man, dass er die Verbindung zum Hauptknoten verliert und als einzelner Knoten hier steht. So könnte ich also auch eine Mindmap machen, die mehrere Zentren hat. Möchte ich diesen Knoten wieder zurückbringen, bewege ich ihn wieder näher an den Hauptknoten und dann sehe ich eher durch dieses rote Symbol, wo er dann erscheinen wird. Soweit, so grundlegend, wie das bei vielen Mindmap-Programmen der Fall ist. Jetzt geht es darum, wie können wir diese Mindmap vor allem zum Lernen verwenden. Und hier hat XMind eben ein paar interessante Funktionen. Eine erste interessante Funktion ist die Möglichkeit, Notizen zu einem Knoten hinzuzufügen. Generell funktioniert das immer so, dass ich den Knoten aktiviere und dann entweder hier oben die Buttons verwende oder hier vor allem diesen Button mit den drei Punkten. Oder ich kann auch einfach einen Rechtsklick auf den Knoten machen und dann hier Einfügen wählen. Dann sehe ich eben auch, was ich alles einfügen kann. Wenn irgendwo Pro dahinter steht, dann ist das eben nur in der Bezahlversion verfügbar. Jetzt geht es mir also hier mal um die Notizen. Die kann ich hier einfügen und dann bekomme ich einfach ein Textfeld, in das ich eine Notiz eintragen kann. Wenn ich dann wieder hier ins Weiße klicke, schließt sich die Notiz wieder und ich sehe an diesem gelben Symbol, dass hier eine Notiz ist. Ich füge mal noch eine zweite hinzu. Der zweite Weg ist eben hier oben. Wieder hier ins Weiße klicken. Nun sehe ich also, diese beiden Knoten haben hier Notizen. Wenn ich die Notiz anklicke, dann geht hier die Seitenleiste auf im Bereich Notizen und ich sehe meine Notiz. Wenn ich wieder ins Weiße klicke, sodass nichts ausgewählt ist, dann zeigt mir hier diese Seitenleiste alle Notizen der ganzen Mindmap an, sodass ich damit also auch ganz gut einen Überblick habe. Eine weitere interessante Funktion ist die Möglichkeit, Verbindungen zwischen Knoten herzustellen. Dazu wähle ich den ersten Knoten aus, klicke dann auf Verbindungen und klicke dann den zweiten Knoten an, der verbunden werden soll. Jetzt ist hier eine Verbindung entstanden, die geht jetzt durch diesen Knoten durch. Ich habe aber hier diese gelben Anfasser, mit denen ich das Ganze ziehen kann, sodass das hier sich nicht überschneidet. Und ich habe hier auch eine Beschriftung, wo ich dann eben eintragen kann, wie diese Beziehung zwischen diesen beiden ist. Also in dem Fall, der Lebensraum beeinflusst den Körperbau. Und so kann ich ganz schön nochmal Querverbindungen zwischen einzelnen Knoten visualisieren.
Außerdem gibt es die Funktion der Zusammenfassung. Dazu kann ich also hier zum Beispiel einen Knoten auswählen und dann hier oben auf den Button Zusammenfassung klicken. Und jetzt habe ich hier so ein Rähmchen, das ich ziehen kann, um zu entscheiden, wie viele Knoten in dieser Zusammenfassung eben zusammengefasst werden sollen. Und dann entsteht hier so eine Klammer und eine Box, in die ich nochmal etwas hineinschreiben könnte. Um einen Knoten von anderen abzugrenzen, kann ich ihn mit einem Rähmchen versehen. Ich markiere dazu jetzt zum Beispiel hier diesen Knoten und klicke den Button Umrandung. Und dann erhält dieser Knoten und alle seine Kinder diese Umrandung, die ich auch nochmal nachträglich verändern kann. Wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber fahre, dann sehe ich, dass ich wieder hier drüber fahren kann und jetzt könnte ich noch mehr Knoten in diese Umrandung aufnehmen, wenn ich zum Beispiel möchte, dass diese beiden von diesem abgegrenzt werden. Eine weitere interessante Funktion ist, dass ich Bilder hinzufügen kann. Dazu würde ich jetzt also hier diesen Knoten anklicken und einen Rechtsklick einfügen, Bild aus Datei. Und dann kann ich einfach von meiner Festplatte ein Bild hochladen. Wenn das jetzt etwas zu groß ist, dann kann ich es anklicken und hier mit diesen Anfassern in der Ecke etwas kleiner ziehen. Und dann habe ich hier ein schönes Bild zu meinen Schmetterlingen. Also nochmal Rechtsklick, einfügen, Bild aus Datei. Und wieder kann ich das auf eine vernünftige Größe ziehen. So kann ich also auch schön meine Mindmap visualisieren und grafisch anschaulich gestalten. Ich kann die Knoten auch mit einer Beschriftung versehen, mit einer Art Schlagworte. Dazu kann ich entweder den Rechtsklick auf den Knoten machen, wieder einfügen, Beschriftung wählen. Und dann kann ich hier was eintragen. Oder ich kann das natürlich wieder hier oben mit diesem 3-Punkte-Button machen. Dann komme ich an dieselbe Stelle. Und so könnte ich jetzt also meine Knoten hier beschriften. Eine ähnliche Funktion ist die sogenannte Anmerkung. Dazu klicke ich wieder den Knoten an, Rechtsklick, einfügen, Anmerkung. Das ist dann so ein Kasten oben drüber, der Doppelklick wieder. Und dann kriege ich wie so eine Art Sprechblase, wenn ich da jetzt irgendwie eine besondere Eigenschaft dieses Knotens hervorheben möchte. Außerdem kann ich die Knoten grafisch hervorheben mit sogenannten Markierungen. Das sind also kleine Symbole. Dazu klicke ich wieder einen Knoten an und gehe hier in der Seitenleiste auf dieses Fähnchen. Und dann gibt es hier eine Vorauswahl von bestimmten Symbolen, also zum Beispiel Zahlen oder auch farbige Flaggen oder hier unten die Monate oder die Wochentage. So könnte ich also so eine Mindmap zum Beispiel auch zur Organisation meines Lernens oder als To-Do-Liste verwenden. Es gibt hier auch solche Buttons mit Aufgabenfortschritt, dass ich sage, ich habe die ein Viertel erledigt, zur Hälfte erledigt. Ich mache jetzt hier einfach mal die Zahlen, damit das ein bisschen farbig voneinander unterschieden ist. Da klicke ich also einfach den Knoten an und klicke dann auf die Zahl und schon kommt die da dazu. Oder ich könnte eben ganz fantasievoll alles Mögliche hier anwenden, was hier angeboten wird, je nachdem, wie ich eben meine Arbeit hier in der Mindmap organisieren möchte. Ein weiterer Klick schließt diese Seitenleiste wieder. Eine letzte interessante Funktion für das Lernen ist die Möglichkeit, Verknüpfungen herzustellen. Dazu klicke ich wieder einen Knoten an und mache einen Rechtsklick, einfügen, Verknüpfung. Und das könnte zum Beispiel jetzt eine Webseite sein, auf die ich verweisen möchte, dann klicke ich hier OK, dann kommt hier dieses Symbol und wenn ich jetzt auf dieses Symbol klicke, dann lande ich hier zum Beispiel beim Wikipedia-Eintrag über Insekten. Jetzt ist unsere Mindmap erstmal in diesen Standardfarben gestaltet worden, das kann ich aber alles auch verändern. Das Prinzip ist immer, dass ich den Knoten oder das Element anklicke und dann hier rechts in der Seitenleiste auf den Pinsel gehe und jetzt sehe ich alle Eigenschaften dieses Elements, also hier beim Knoten zum Beispiel, was für eine Schriftart hier ist, ob wie groß die ist, ob der Text fett ist oder nicht, was für eine Form der Knoten hat. Ja, hier könnte ich eine andere Form wählen und so weiter. Ich klicke immer an und dann sehe ich hier die Eigenschaften und kann sie verändern. Wenn ich nichts anklicke, sondern einfach hier in den weißen Bereich klicke, dann kann ich auch die Farben und die Eigenschaften der ganzen Map hier ändern. Wenn ich den Hauptknoten anklicke, dann kann ich hier auch das Grundlayout der Mindmap ändern, also hier zum Beispiel, ob ich ein Organigramm haben möchte, ein Baumdiagramm oder was auch immer. Also das heißt, ich kann auch hier meine Mindmap grundlegend ändern. Ganz frei kann ich sie nicht gestalten, sondern immer nur in einem gewissen Schema. Die ganz freie Gestaltung ist auf die kostenpflichtige Version begrenzt.
Eine weitere Funktion, die ganz interessant sein könnte, vor allem für größere Maps, ist, dass ich hier oben die Struktur der Mindmap anzeigen kann. Also ich sehe dann hier die Hierarchie meiner Knoten und kann sie auch zum Beispiel nach anderer Art sortieren. Also wenn ich zum Beispiel hier von A bis Z alles sortieren will, dann habe ich alle Begriffe von A bis Z. Oder ich kann nur nach Markierungen sortieren oder nach Beschriftungen. Dann sehe ich also hier, welchen Begriffen ich welche Beschriftung gegeben habe. Das kann vor allem für größere Mindmaps, die ich zum Beispiel so als eine Art Lernlandkarte verwende, ganz interessant sein, um wieder Dinge wiederzufinden, die ich vielleicht in der grafischen Darstellung nicht so leicht finde. Wenn ich wieder auf keine Sortierung gehe, dann bleibe ich wieder hier bei der Struktur, wie ich sie gebaut habe. Ein weiterer Klick schließt das Ganze hier. Wenn ich diese Mindmap jetzt nur auf meinem eigenen Gerät verwende, dann arbeite ich wahrscheinlich hier in XMind. Möglicherweise möchte ich sie aber auch in eine Lernplattform exportieren oder ich möchte sie jemand anderem weitergeben. Dann klicke ich hier oben auf Exportieren und in dem Fall auf Exportieren als Bild. Dann kann ich hier kurz auswählen, was für ein Bild das sein soll. PNG ist in der Regel ein sinnvolles Format. Und dann sehe ich hier, wie das Ganze eben grob aussehen wird. Und hier unten kann ich auswählen, wohin es gespeichert wird. Notfalls klicke ich auf Durchsuchen, wenn ich einen anderen Ordner möchte. Und wenn ich jetzt hier so zufrieden bin, dann klicke ich auf Fertigstellen. Und dann wird dieses Dokument in den Ordner exportiert. Wenn ich sage in Ordner zeigen, dann geht eben das Fenster auf, in dem ich diese Mindmap hatte. Und dann sehe ich jetzt hier, okay, das ist jetzt meine Grafikdatei dieser Mindmap. Diese Grafik ist natürlich nicht bearbeitbar. Dafür sieht sie bei jedem Gerät gleich aus. Umgekehrt, wenn ich diese Mindmap bearbeitbar haben will, dann speichere ich sie ganz normal, wie ich jede andere Datei auch speichern würde, nämlich über Datei speichern unter und suche mir dann eben einen Ort aus, wo ich sie speichere. Dann kriegt die Datei die Endung XMind und diese Datei ist dann auch in Zukunft wieder bearbeitbar, wenn ich sie wieder in XMind öffne. Wie du siehst, kannst du mit XMind ganz anschaulich und intensiv deine Lerninhalte strukturieren und grafisch darstellen und dementsprechend das Programm auch gut zum Lernen verwenden. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren.